Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Heute mit einem Update direkt aus Berlin, wo wir jetzt schon seit über einer guten Woche wieder sind, nachdem wir in Lissabon gewesen sind zum Location Scouting für die nächste DNX Global und auf Lemnos, wo wir auch ein Camp gemacht haben und viel Kitesurfen waren. Aber jetzt sind wir hier in der Stadt, wir sind wieder urban, wir sind in Berlin und heute teile ich mal mit euch so die wichtigsten Erkenntnisse oder eine der wichtigsten Learnings, die ich jetzt so nach fast 4 Jahren on the road als digitaler Nomade gemacht habe, weil das ist mir jetzt irgendwie nach diesem Wochenende oder heute nochmal ganz klar und bewusst geworden, was ich gelernt habe, beziehungsweise jetzt zu erkennen, was wichtig ist. Weil als digitaler Nomade tendiert man dazu, gerade am Anfang ziemlich schnell zu reisen und ziemlich viel zu machen. Man möchte diese absolute Freiheit, die man auf fast allen Ebenen dann hat, irgendwie zum Maximum ausnutzen. Und früher war es dann auch so, dass immer da, wo ich gerade nicht gewesen bin, in meinem Kopf, dazu trägt auch Social Media sehr viel bei, in meinem Kopf immer stattgefunden hat, dass woanders es irgendwie noch spannender ist, also noch mehr abgeht und ich vielleicht woanders noch glücklicher wäre. Und das dauert, bis man da ankommt und für sich selber merkt und spürt, dieser Moment, wo du gerade jetzt bist, der ist gut genug. Das ist völlig okay, das ist völlig in Ordnung und dir läuft auch nichts. Dir läuft nichts weg und man verpasst nichts. Und früher war auch immer meine große Sorge, oder nicht Sorge, aber ich habe mich immer damit beschäftigt, was ist jetzt wohl gerade in Berlin los, was ist bei meinen Kumpels los und ich bin gerade wieder in der Weltgeschichte unterwegs oder was ist auf Bali los, was ist in Chiang Mai los, was ist in Bangkok los, wie ist wohl gerade in Brasilien, ach, ich wäre jetzt lieber doch wieder auf Lemnos und würde da kiten, ich möchte so gerne wieder ins Tiger Muay Thai, nach Phuket, also im Grunde, man hat ja die absolut freie Auswahl, wo man hin möchte und man hat als digitaler Nomade jetzt in diesen knapp 4 Jahren habe ich auch schon so viele geile Orte gesehen und so viel erlebt, dass ist natürlich dann auch immer die Gefahr, dass man immer noch so nach dem Trigger sucht oder nach dem Kick, was noch besser und noch krasser und noch geiler ist. Oder angefangen mit den DNX-Konferenzen, was zuerst so als kleines Meetup mit 30, 40 Leuten geplant war. Und mittlerweile machen wir die international über die ganze Welt mit 500, 600 Leuten. Und trotzdem ist das irgendwie noch nicht genug. Und ich überlege die ganze Zeit, wie man noch mehr Menschen erreichen kann. Deshalb haben wir zum Beispiel die Community aufgemacht. Also wenn du noch nicht in der fetten Facebook DNX-Community am Start bist, geh jetzt auf dnxcommunity.de. Die haben wir jetzt komplett public gemacht, also für jeden, der an dem Thema interessiert ist, gerade auch Lifehacking, persönliches Wachstum, Personal Growth, Personal Development, also alle Themen, die ich hier auf dem Podcast auch bespreche, die diskutieren wir auch in der Gruppe. Feli ist da am Start, ich bin am Start und viele andere smarte Weltveränderer. Über 1500 Leute haben wir da jetzt in der Gruppe und da geht richtig viel ab. Und das war auch so eine Idee, wir wollen halt noch mehr Menschen erreichen und wollen das immer größer machen. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Das treibt einen ja auch an, wenn man so eine fette Vision hat. Die ist auch ganz wichtig im Leben. Aber was auch mindestens so wichtig ist, ist irgendwann zu erkennen, das, was du gerade machst oder wo du bist oder der Status, den du erreicht hast, der ist völlig in Ordnung, das ist okay. Und sich dann nicht selber immer fertig zu machen und noch mehr unter Druck zu setzen. Man hat immer so das Gefühl, das Gras ist auf der anderen Seite der Koppel oder auf der anderen Wiese irgendwie noch grüner. Darüber habe ich dann auch gestern mit dem André Vollbracht von Venture TV gesprochen, der auch ein super, super smarter Unternehmer ist, echt ein super lieber, netter Kerl, aber auch schon auf vielen Konferenzen am Start. Und gestern war das Beta-Haus-Festival und das ist immer einmal im Jahr im Sommer. Und da waren richtig, richtig geile Coworker am Start und habe viele gute Gespräche geführt. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, so in dem Moment, wo ich da gestern war, surrounded von meinen Freunden, der Christoph, der Founder von Betahaus war am Start, Philly war am Start, Claudi war am Start, also einige aus unserem Team, viele Teilnehmer vom Lennos Camp waren irgendwie da. Also das war so der Moment, wo ich in dem Moment auch sein wollte.
Und früher hatte ich immer so das Gefühl, deshalb jetzt auch die Folge nach einer guten Woche back in Berlin, dass ich immer alles noch ganz schnell nachholen wollte, als ich in Berlin angekommen bin. Ne? Ich wollte immer ganz schnell mein Setting wiederherstellen, so wie es war. Haben die Sachen aus der Lagerbox so schnell wie möglich gesehen. Ich bin ganz schnell wieder zum Fitness gegangen, habe ich jetzt auch gemacht, ins Fitnessstudio, in die Sauna, Krav Maga gemacht, mich mit Kumpels getroffen, abends weggegangen, viele Meetups gehabt. Also alles irgendwie versucht, mehr oder weniger ein bisschen nachzuholen. Und jetzt merke ich, ist ganz bewusst, auch schon im Mai, als wir jetzt zur letzten DNX nach Berlin zurückgekommen sind, aber jetzt noch stärker und bewusster, habe ich mir vorgenommen, so ein langsameres Onboarding in Berlin zu machen und das Ganze Step-by-Step zu machen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt in die erste Woche auch nicht zu viele Termine reingehauen. Es sind natürlich dann immer viele spannende Leute, die sich mit einem treffen wollen oder die ich dann auch treffen möchte, wenn man mal hier in Berlin ist. Und am liebsten wäre ich dann auch zu krass vielen Meetups gegangen abends und habe aber bewusst so ein bisschen den Fuß vom Pedal genommen, weil ich gemerkt habe von den letzten Male, dass mich das ganz schön stresst, immer zu viel Verpflichtungen zu haben und zu viel Termine zu haben. Was da auch geholfen hat, unabhängig jetzt von Berlin oder irgendwann einem neuen Ort anzukommen, ist, dass ich jetzt feste Blöcke habe, zum Beispiel, in denen ich skype, also nur noch dienstags und donnerstags. Das verwalte ich mit dem Tool Calendly. Richtig, richtig geiles Tool, hau ich in die Shownotes. Und da kannst du sagen, dann und dann bin ich verfügbar, synchronisiert mit deinem Google-Kalender, und das Calendly-Tool schlägt dann deinen Skype-Partnern, oder mittlerweile bin ich ja nicht mehr auf Skype, sondern Peer-In oder manchmal noch auf Skype, je nachdem, wo die Verbindung ist, schlägt dann den Partnern automatisch die Slots vor, die noch frei sind in deinem vordefinierten Fenster. Also es ist bei mir dienstags nachmittags, glaube ich, bis in den Abend rein und Donnerstag. Und da können sich Leute dann die Slots buchen und dann wird das automatisch in meinen Kalender eingetragen. Das so als kleiner Ausflug in die Welt, wie ich meine Videocalls plane. So, und früher war es dann auch so, dass ich zu fast allen Opportunities, zu allen Möglichkeiten, zu allen, sag ich mal, Partneranfragen, zu allen Treffen, zu allen Interviews, zu allen Gastartikeln, habe ich eigentlich immer Ja gesagt. Also klar, lass uns treffen, lass uns skypen, schick mir deine Fragen, ich bin im Interview am Start. Ja, lass uns was zusammen machen, ja, lass uns partnern, ja, wir teilen dich, kannst du uns teilen. Also ziemlich viel Verpflichtungen dann auch eingegangen. Das ist auch richtig gut und richtig wichtig, gerade wenn man am Anfang steht, quasi seine eigene Reichweite aufzubauen. Aber irgendwann bist du an so einem Punkt, da musst du dich dann auch selber schützen. Und da kannst du dann nicht mehr auf jede Party gehen, auf jeder Veranstaltung auftauchen, bei jedem Meetup mitmachen oder dich mit jedem treffen, wenn du irgendwo bist. Weil am Ende des Tages fehlt dir selber dann die Zeit für deine Sachen, die dich erfüllen, wie zum Beispiel jetzt hier den Podcast aufzunehmen, irgendwas zu createn. Wir haben jetzt Sonntagabend 21 Uhr, ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut, und das sind so die Sachen, die mich dann total erfüllen. Ich hätte mich wahrscheinlich jetzt auch nochmal mit irgendjemandem treffen können, jemand Spannendes, aber das läuft auch alles nicht weg. Und was ich sagen will, ist zum einen zu erkennen, du lebst im Jetzt, es läuft nichts weg, das merke ich jetzt auch wieder, du bist in Berlin und denkst so, oh, endlich in Berlin, ich mach das, und dann bist du nach 3-4 Tagen wieder da und denkst so, ja, im Grunde ist hier alles easy peasy wie vorher auch, du hast nichts verpasst. Und von daher ist das jetzt völlig okay, dass wir jetzt nur noch 3 Wochen hier sind und dann wieder nach Brasilien fliegen. Also was ich gelernt habe als fettes Learning aus meiner Digital Nomad Zeit jetzt in den 4 Jahren, ist so, dass nichts wegläuft. Also dass es auch nie irgendwie zu spät ist und man sich zu sehr unter Druck setzen sollte und versuchen sollte, dann alles irgendwo nachzuholen. Und irgendwie es viel besser ist, in so einem Flow-Zustand ist. Und was mir da geholfen hat, ganz doll, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, ist Achtsamkeitsübungen durch Meditation, diesen Muskel im Kopf zu trainieren, dass du im Jetzt lebst und nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit. Also, ich gelernt habe, mehr Nein zu sagen, weil es hilft dir am Ende des Tages, deine eigenen wichtigen Sachen zu machen. Wir machen jetzt nicht mehr jede Partnerschaft mit oder sagen Ja zu jedem Skype-Call oder Leute, die uns treffen wollen, sondern erstmal ist dann wichtig, sich selber zu schützen, auch seine Zeit so ein bisschen zu schützen und dann sagen, okay, dann konkretisiere die Anfrage doch mal bitte per E-Mail, und wenn es spannend ist, dann kann man da ja immer noch weiter zu machen. Ich versuche gerade mal hier meine Notizen zu entziffern. Hier ist noch ein Punkt, den kann ich selber gerade gar nicht mehr lesen.
Genau, also dieses mehr dieses bewusste Leben, Step by Step, erstmal irgendwo ankommen und gerade beim Reisen. Viele Leute raffen auch das Konzept des digitalen Nomadentums noch nicht 100% und sagen, es hört sich cool an, aber wie machst du das eigentlich, dass du, ich könnte das nicht, weil ich kann von unterwegs, könnte ich bestimmt nicht arbeiten. Klar, wenn du wie ein Backpacker oder wie ein Tourist reist, vielleicht auswärts noch teuer essen gehst, auf Partys gehst, alle Sehenswürdigkeiten abklapperst, dann bist du exhausted am Ende des Tages. Du bist erschöpft und hast auch keine Power für dein eigenes Business, um produktiv on the road zu sein. Darum kann ich auch gar nicht oft genug wiederholen, wie wichtig es ist, eine feste Struktur zu haben. Und gerade als digitaler Nomade, dass du eine Morgenroutine hast, dass du mit dem wichtigsten Task des Tages anfängst, dass du eine Abendroutine hast, also dass du schon irgendwie in so einen Rhythmus brauchst, kommst, weil, das haben wir auch in der Folge mit Alexander Klose besprochen, die ist noch gar nicht live, die geht, glaube ich, in 2 Wochen live, ist ein Psychotherapeut und Psychologe, mit dem ich ein richtig, richtig spannendes Interview zum digitalen Nomaden-Lifestyle geführt habe und das hier auf Lifehacks bald live geben wird. Es ist wichtig für jeden Menschen, dass er A, soziale Verbindung hat, soziale Kontakte, das ist irgendwie das größte Glück auf Erden und gerade für digitale Nomaden oder ortsunabhängige Unternehmer ist es mindestens genauso wichtig, feste, gute, ein gutes System aufgesetzt zu haben, Strukturen zu haben, Prozesse zu haben, Ordnung zu haben, in seinem Kopf auch, um gut funktionieren zu können, um produktiv sein zu können und nicht verrückt zu werden. Weil gerade als Unternehmer hast du die Freiheit, jeden Tag das machen zu können, was du möchtest. Du könntest jeden Tag ein neues Projekt starten. Da muss man sich ein bisschen runterfahren und disziplinieren. Dann als digitaler Nomade kannst du jeden Tag deinen Ort wechseln. Ich kann von überall arbeiten. Ich kann auch arbeiten, wann ich will. Also du hast auf so vielen verschiedenen Ebenen und es wird ja auch nicht besser. Also man lernt ja noch mehr Leute kennen, man baut noch mehr Wissen auf und daraus ergeben sich noch mehr spannende Opportunitäten. Und da ist dann halt wichtig, auch sich selber irgendwann gefunden zu haben und feste Strukturen zu haben und auch zu wissen, was ist für mich wichtig und dann auch im Hier und Jetzt zu leben und das dann auch mal genauso zu genießen. Zack, das war der letzte Punkt zu dem Thema. Heute kurz und knackig. Gib mir mal Feedback, wie für euch so die Dauer ist. Ich glaube, die meisten Quickies werden dann doch nicht ganz so quick, sondern dauern so 15 bis 20 Minuten. Das ist jetzt 12, 13 Minuten. Wollt ihr es vielleicht noch komprimierter haben? Vielleicht mal auf 8 Minuten, auf 10 Minuten? Soll ich das mal versuchen? Die Interviews sind meistens eine halbe Stunde. Es wäre cool, wenn ihr mir Feedback geben könntet. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine Umfrage in der Community. Ansonsten schreibt mir bitte an markus@lifehacks.co. Ich beantworte jede E-Mail. Ich freue mich über jede Mail, auch auf Facebook, schreibt mir einfach an, ich beiße nicht. Und wenn ihr irgendwie Feedback zu der Show habt, eine Frage habt, irgendwas, womit ich euch helfen kann, schreibt mir und ich melde mich dann bei euch. Ansonsten zum Abschluss noch, ich bin sehr aktiv auf Snapchat mittlerweile. Instagram hat ja jetzt auch die Stories von Snapchat übernommen, quasi Proof of Concept, dass das Ding richtig durch die Decke geht. Und was ich an Snapchat liebe, ist, der Content ist nur 24 Stunden verfügbar, also der ist sehr aktuell und ist einfach ungeschnitten, ist raw, ist kein Filter drauf, ist wirklich aus dem echten Leben. Und in den letzten Tagen habe ich euch auf Snapchat ins Fitnessstudio mitgenommen. Ich habe euch aufs Betahaus-Festival gestern mitgenommen, auf Meetups, zum Coworken. Im Oberholz war ich schon und im Betahaus war ich hier Coworken. Also alles, was so in meinem Leben als digitaler Nomade Spannendes passiert oder vielleicht auch nicht so Spannendes. Vielleicht wird das Ganze auch mal so ein bisschen entzaubert, wenn ihr mir bei Snapchat folgt und merkt, dass das Gras nicht unbedingt grüner ist auf der anderen Seite der Wiese. Ich denke, das war ein guter Abschluss. Bis zum nächsten Mal. Euer, dein Markus. Peace and out. Jo, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzem Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com/MeurerMarkus. Folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.